Willkommen zurück zu einem neuen Video Transport Fever 2. Ihr seht schon, es geht weiter in dem Bereich, wo wir beim letzten Video aufgehört haben. Heute erwartet euch ein sehr kurzes Video. Wir kommen gerade mal knapp über 13 Minuten, wie ihr ja sicher schon gesehen habt. Ich denke, das ist aber auch zu verkraften. Mehr hat in die Folge einfach nicht gepasst thematisch. Genau. So, hier den kleinen Bereich fangen wir erstmal an mit Landwirtschaft zu füllen. Ein bisschen Wald kommt noch dazu, beziehungsweise so ein kleines Bäumchen. Und dann geht es eigentlich schon ans richtige Thema. Ich habe mir gedacht, was kann man hier machen, und dieses längliche Gelände zwischen der Bahnstrecke und der Hauptstraße, der Landstraße, hat sich für mich quasi direkt als Golfplatz angeboten. Und dann gibt es jetzt hier eben für die etwas betuchtere Gesellschaft einen Golfplatz. Ist übrigens absoluter Blödsinn, weil nicht nur Menschen mit Geld Golf spielen, aber ist ja so ein Klischee, und da wollte ich einfach mal kurz drauf rumreiten. Ja, das Ganze basteln wir so ein bisschen in die Grüne ein quasi. Also ich habe sehr viel Baum drumherum platziert, sehr viel Wald, und ja, gefällt mir ganz gut das Endergebnis. Aber dazu kommen wir nachher. Hier gibt es erstmal eine schöne dicke Auffahrt in diesen, ja, in diesen Luxusclub, würde ich es jetzt mal nennen. Also soll schon wirklich das darstellen, dass da ja einfach so ein klassisches Golfclubhaus, wo ja einfach schon der ein oder andere Porsche vorne draußen steht, und deswegen habe ich mal diese Moddervilla hier genommen mit Pool, und von dort aus geht es dann eben auf den Golfplatz. Mit den Fußwege habe ich die Caddywege quasi markiert, habe die auch mehr oder weniger relativ wahllos gesetzt, also ich hatte jetzt noch keine genaue Vorstellung, wie der Golfplatz am Ende aussehen soll. Ich dachte mir, ich mache einfach mal willkürlich, und dann werden sich die Bahnen, sagt man da Bahnen? Ich weiß es gar nicht. Die Löcher quasi schon einfügen. Ja, wie habe ich den Golfplatz dargestellt? Also hier kommt erstmal noch ein kleiner See hin, ein Wasserhindernis quasi. Wobei es kein Wasserhindernis ist, weil es nicht direkt auf einer Strecke ist, aber auf einer Bahn ist. Aber ich finde, das macht sich immer ganz nett auf so einem Gelände. Ja, genau, nochmal zum Thema. Wie habe ich die Golfplätze versucht darzustellen? Ihr seht schon, ich habe die verschiedenen Grastexturen genutzt. Meistens ist ja der Startbereich markiert, indem er sehr glatt, sehr kurz geschnitten ist. Wie gesagt, ich bin kein Golfspieler. Nein, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich bin kein Golfspieler, deswegen kenne ich die ganzen Fachbegriffe auch nicht. Aber ja, ich habe mir natürlich den ein oder anderen Golfplatz angeschaut, und man sieht ja dann eben meistens oder eigentlich immer, dass eben diese Schlagplätze und das Green einfach sehr kurz und sehr akkurat geschnitten sind. Dann die Bahn an und für sich eher so, ja, so ein bisschen dunkler, so ein bisschen halbhoch. Und dann ganz außenrum ist meistens einfach ein bisschen höheres Gras oder direkt Wald. Einfach um, ja, die Bahnbegrenzung darzustellen. Und das habe ich mit diesen drei verschiedenen Grastexturen versucht, so ein bisschen darzustellen. Ich muss sagen, am Ende ganz zufrieden bin ich nicht.
Ich hätte es mir... Ja, ich hätte... Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie ich es lieber gehabt hätte, aber man kann am Ende ganz gut erkennen, was es darstellen soll, vor allem, weil ich dann, das sieht man jetzt dann nachher eben auch noch, weil ich das ein oder andere Sandhindernis noch eingebaut habe, den ein oder anderen Bunker. Und ja, so final am Ende kann man es ganz gut erkennen. Was ich nicht drin habe, dass ich die... Ich habe mir überlegt, was ich als Fahnen nehmen kann für Screen, also um quasi das Ende der Bahn zu markieren. Und da ist mir sehr, sehr lange nichts eingefallen. Und dann bin ich durch Zufall über die Festival-Mod wieder mal gestolpert. Und da sind ja Fahnen drin. Auch von der Größe her würde ich sagen, passen die eigentlich ganz gut. Allerdings ist da für die Größe, also beziehungsweise für die geeignete Größe, nur dieses krasse Gelb da, was so extrem leuchtet. Also ich habe die jetzt mal aufgebracht, wobei ich nicht, also draufgestellt, sieht man jetzt im Video nicht, erst dann in den bewegten Bildern. Ich weiß allerdings noch nicht genau, ob ich die wirklich so lasse, weil die sind halt schon sehr grell. Also das Gelb, ich weiß nicht, warum sich das nicht anders darstellen lässt. Das ist einfach schon echt heftig und ja, gefällt mir einfach nicht so gut. Ja, ob die Bahnen... die Löcher quasi alle realistisch sind, das weiß ich nicht, mag ich nicht, ja, mag ich jetzt nicht sagen, das könnte man so in der Realität finden. Ich weiß nicht, ob die Biegungen, ob die Radien da so richtig sind, wie die dann wirklich in Summe aufgebaut sind, ob da wirklich immer, ich habe bei so Bahnen eben, die sehr gebogen sind, habe ich immer so Mittelschlagmale eingebaut, also wo man quasi von der Mitte aus nochmal weiter schlagen kann. Ob das so in der Wirklichkeit ist oder nicht, wie gesagt, ich habe keine Ahnung vom Golf. Ich fand nur, das mal darzustellen, mal auszuprobieren, wie das funktioniert, ob man das ganz gut machen kann, hat mich einfach interessiert und das habe ich dann versucht umzusetzen. Wie gesagt, mir gefällt es ganz gut. Es muss ja auch keine funktionsfähige Anlage sein. Es reicht ja, wenn es so aussieht, als ob. Genau, hier dann immer das Gelände so ein bisschen abgesenkt. Und da dann diese Bunker reingesetzt, diese Sandhindernisse. Und auch da unten eben, hat man ja vorher nochmal gesehen, habe ich das kleine Wasserhindernis, das zwar abseits von der Bahn ist, aber trotzdem halt da ist. Man muss ja trotzdem aufpassen, dass er da nicht reinschlägt. Gesetzt und ansonsten eben überall fleißig diese Sandbunker verteilt. Ja, dann gibt es noch ein bisschen Begrünung für die Wasserhindernisse. Und dann wird noch auf dem Gelände etwas aufgeforstet. Wie gesagt, das ist ja oft so, dass um die Bahnen rum wirklich sehr viel hohes Gras und sehr viel Wald und Bäume sind, einfach um dass, wenn man daneben schlägt, das auch wirklich nervend ist. Ja, und arg viel mehr dürfte dann jetzt auch gar nicht mehr kommen. Das müsste es jetzt dann gewesen sein. Wir gehen auch hier natürlich wieder gleich über noch in ein paar bewegte Bilder. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass das nicht ganz korrekt ist, vermutlich. Aber wie gesagt, man sollte erkennen, was es ist und das kann man, glaube ich. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr genießt es noch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!